Jo, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns mit Gaius getroffen, der Lutka unter eine Art Prüfung hier eine Art Prüfung unterziehen will. Und ja, der hat sich jetzt uns angeschlossen. Ist auch aufgefallen, ich habe in der letzten Folge gar nicht geguckt, was seine Partnerfähigkeit ist. Aber werde ich schon dran denken. So. Jedenfalls, wir haben wieder eine Splitterdimension, die wir niedermetzeln sollen. Meine Katze ist zurückgekehrt, wunderschön. Aber ich habe nichts Neues bekommen. Du gehst da sofort wieder raus. Und ja, wir gehen jetzt mal einfach so vorbereitet wie möglich da rein. Splitterdimension Nummer F4221. Mannhochland, okay. Na gut, mal gucken. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe mir einige Gerichte hier noch geholt. Ich habe jetzt nicht so... Ach, ich habe keine Dings geholt. Hallöchen. Wir sind hier... These are the Mon Highlands, right? Then our first destination should be Canbalar. Ach, eins nach dem anderen. Ersten Playboy auf Raum freiem Fuß. Bitte, was? Wow, Gaius. You really managed to adapt yourself to Olympias, huh? Hey, Erston, you've really managed to adapt yourself to Olympias, huh? Yes, by posing as the scion of a wealthy family from a remote region of the country. They've taken to calling me the prodigal son down at the docks. You've developed a whole character for yourself. I had no idea you were such a performer. What's a prodigal son? The world is in crisis and you're playing make-believe? Maybe you should take this a little more seriously. Do you agree with that assessment? Vielleicht muss er das gerade deswegen tun, weil die Welt in der Krise steckt. Ja, ne. Indeed. Could a ruler who can't empathize with the lives of the citizenry be trusted in a time of crisis? His ignorance could lead his country to disaster. A world in crisis means people in crisis. So the more you understand people, the better you can serve them. So you understand. As a journalist, I represent the common man. His Highness really is a great man. Al, you're not supposed to call him that. Oh, his prodigal Highness really is a great man. Okay. Mila's Haar. Okay. What are you looking at? Oh, I was merely noticing the differences between your hairstyle and Prime Mila. Wie sieht denn die Frisur der Hauptdimension Mila aus? Ich bin überrascht, dass ihr so etwas überhaupt bemerkt. Ja. How can I explain it? Locks of hair sort of pop out of the left side of her head. That's like how a child would describe it. You sure are ignorant about these things. The topic does not come up often in my political and military planning meetings. She probably has self-style it for her. I used to do that too, but maintaining it was such a hassle. Although when I swung it around quickly, I could distract a foe between attacks. So that's what it was. Hey, da war doch was. I know what you mean. If my hair isn't parted straight down the middle, it drives me crazy. But it's such a pain trying to get it to stay that way. Oh, do you do your own hair? No, my daddy used to do it for me. And now? Now I have Luger do it. Then isn't he the one who should be complaining about it? Okay. So richtig spannende Themen. Okay, ich weiß, hier kann ich höchstwahrscheinlich nicht hin, aber... Jo. Man muss ja gucken. Okay. Das ist mal ganz dringend was. Okay. Stimmt, ihre Haarlocke fehlt. Das bemerke ich jetzt erst. Und ja, ich habe den ersten Teil gespielt und während das Ganze ist ehrlich gesagt noch peinlicher, weil ich hier gerade, weil ich ja die Collector's Edition von der ersten Tales of Xillia gehabt habe, also immer noch habe. Und die Figur von Mila steht genau vor mir. Jeden einzelnen Tag. Und mir ist jetzt erst aufgefallen, da fehlt ja was. Boah, ich bin der Allergrößte. Ja, abonniert und abonniert und liked und was weiß ich.
Na gut, okay. Ich gehe jetzt einfach da in die Höhle und verkrieche mich da. Oh Mann. Oh, ein Sprintpanzer, geil. Den könnten wir Gaius geben, weil der hat, glaube ich, nicht so aktuelle. Ja, geil. So, weiter im Text. Machen wir mal ein paar Gegner platt, nehme ich an. Katzenminze, yay. Wahrscheinlich sind die Gegner ja voll imbar stark und machen mich voll fertig, aber man muss ja gucken. Ich muss aber Ludger steuern, weil ich wissen will, was Gaius drauf hat. Als Partnerfähigkeit. Boah, Entschuldigung. Reinwasser Stäubling, den brauche ich doch immer für irgendwas. Irgendwas für Spezialanfertigung oder so. So, kommt mal her. Ich möchte jetzt nicht nur gegen einen kämpfen, ich möchte gegen euch beide kämpfen. Alle. Beide. Jetzt kommt wieder aus der Musik, ne? Ich liebe die Splitterdimension Kampfmusik. So. So, was machst du? Bin mir sowieso am Ende erklärt, ne? Wie Level seid ihr eigentlich? 38. Yay. Ich habe so für meine Attacken sind alle schon viel zu stark und so, weil ich die auflevel. Also was? Wer weiß, wer schon wieder der nächste Boss ist. Was? Dämon Chaos? Wusste ich doch. Warum kann man das mit Jude nicht machen? So, also Edge ist doch genau gleich wie Dämonen Faust. So, Gaius, mach irgendwas. Ich weiß noch nicht, was du drauf hast, aber mach es. Ich weiß einfach das hier. Plop. Oh, das war noch einer. Kannst du es wagen? Hab ich nicht gesehen. Gut, warte mal, kann ich auch? Ne. Ich habe jetzt gerade erstmal versucht, hier zu gucken, ob ich die Art wechseln kann von ihm. Have an appreciation for swords, do you? This is over a century old, handcrafted by a brilliant blacksmith. Perfection. There he goes again. Didn't know Gaius had this side of him. So, wenn Gaius dein Partner ist und dich vor feindlichen Angriffen schützt, profitierst du von mehreren praktischen Bonuseffekten. Am besten verbindest du dich mit Gaius, wenn du gegen Feinde kämpfst, mit deren mächtigen Angriffen du nicht alleine fertig wirst. Okay, da muss man Rückendeckung geben, oder was? Warte mal, dann muss ich mal Strategie oder so. Die Rückendeckung hat er, glaube ich, ne? Habe ich doch gesehen. Da muss er zusammenhandeln, ja, machen. Verbinden. Verbinde ich nur beim normalen Kämpfen. Ja, auch verbinden. Aber manchmal kommt mir halt nicht so vor, als wenn die sich immer verbinden. Bei mir, ich würde halt lieber so haben, dass wenn jetzt gerade keiner verbunden ist, dann zack, verbunden. Weil ich ja mit dem verbundenen Arzt und so weiter alles. Warte mal, ich möchte mal ausprobieren. Bei normalen Kämpfen. Wenn ich jetzt dann irgendwie wechsle. Nee, nicht da gegen dich habe ich nicht gekämpft. Komm her! Das war blöd. Na gut, egal. Okay, die haben sich schnell verbunden. So, jetzt. Okay. Verbunden. Irgendwie verbinden die sich nicht. Aua. Aua, Hilfe. Okay, mach mal einfach so. Bei Bosskämpfen ist sowieso immer ein riesiges Chaos. Oh, Rückendeckung war da gerade. Oh Gott, der wehrt die ganze Zeit ab. Wutsch. Nein. Ich weiß nicht, wie ich Gaius Dingens aktivieren kann. Aber ja. Ich nehme an, er muss mir Rückendeckung geben. Aber naja. So, L3. Sehr schön. Hungriger Jäger. Nein, irgendwas anderes.
Wow, du hast richtig wenig dunkle Dinger. Du kannst auch was Neues, glaube ich, lernen. Die neueren Charaktere, die ich bekommen habe, die gehen ein bisschen vor. Wow, was? Deswegen, ja. Mein Gott, wie viele Dinger sie hier. Warum hat sie das nicht? Dingens hier. Zwei Kämpfe nur? Hab ich noch. Egal. I don't care. Alles klar, 10 Minuten ungefähr, 11 Minuten, noch nichts erreicht. Keinen einzigen Schritt weiter gekommen hier. Nur kurz mal gucken. Okay, wenig. Ich glaube, durch Dialoge muss man irgendwie mehr rausholen. Durch diese Tränke. Die ich aber irgendwie falsch finde. So, endlich. So, da brauche ich nichts gegen. Weil ich doch eigentlich, ich habe genug. Ah. Hey, Your Highness, you know when it's super cold and you get those weird bumps on your skin? Why is that? Warum fragst du ihn dann? It's cold. Sehr schön. Ich mag Gaius hier. Weil es kalt ist. Ja. Das ist so eine. Warum fragt sie ihn halt überhaupt? Warum fragt sie halt nicht irgendwie Roan oder Jude? Der war doch Arzt. Das ist ja Wissenschaftler. Das ist ja Professor Dr. Jude. Nee, Professor Dr. Jude. Mattis. Zack. Wir kriegen aber ordentlich auf Maul. Warum zum Teufel ist da nirgendwo jemand? Ich finde irgendwie die Kleidung hier von allen Charakteren passt irgendwie nicht so. Sind alles irgendwie so geschäftsmännische Kleidung. Okay, Elvin ist ein Geschäftsmann, aber trotzdem. Alle laufen hier mit so einem Anzug oder Jacken herum. Die Kleidung von Riese Maxia war mehr so eine Kriegerkleidung, habe ich so das Gefühl. Deswegen freue ich mich auch. Irgendwann werde ich sowieso alle Kleidungen von Riese Maxia freigeschaltet haben. Ich bestimmt auch damit herumlaufen. Ich spam diesen Angriff gerne, ja. Ma. Frank, noch hier, wenn es geht. Du Sack. Oh Mann. Yeah. Sehr schön. Jetzt haben alle Level ab. Alle wieder voll geil. Außer Gaius. Der wird gleich geil. Oha. Ja, ich muss mich erstmal hier wieder. Da kann ich bestimmt, wenn ich hier auch fertig bin, auch im Kambala und so rumlaufen. Freue ich mich schon. Hey. Na gut. Was könnte hier in Kämmerler möglicherweise passieren? Als wen könnten wir da treffen? Da könnten wir vielleicht den Gaius aus der Splitterdimension treffen. Den damaligen Gaius. Aus dem ersten Teil. Wir schon, wen ich meine, oder? Hallo? Aber Gaius gegen Gaius, das wäre irgendwie voller Mindfuck. So, da war die stumme Höhle, hieß sie, glaube ich, ne? Mama, kann man bestimmt nicht rein, ne? Stimme wohl, ja, doch, können wir rein. Wir müssen aber nach Kembala, aber ich gehe erstmal hier hin. Hallo? Bist du ein anderer Drache? Siehst irgendwie anders aus. Da bilde ich mir das ein. Bin ich gut, dass ich aber nur 70.000 jetzt spenden muss erstmal. Hat da auch was. So, ich weiß ja noch, wie ich hier nicht den Weg gefunden habe. Weil das Loch hier so richtig camouflagemäßig versteckt ist. Ja, hier. Habe ich irgendwie nie gefunden beim ersten Mal.
beim ersten Teil. Und das hat mich aufgeregt. Zack. Aquamarine. Ich habe ja schon einige Let's Player. Ich habe ja hier da auch schon ein paar Let's Player abonniert, die auch das Spiel spielen. Und die haben das Spiel schon durch, ey. Mann. Aber das waren auch jetzt irgendwie jetzt nicht so über 100 Parts oder so. So wie ich das mitbekommen habe. Also ist das Spiel ein bisschen kurz oder was? Ich habe schon gehört, der erste Teil soll relativ kurz gewesen sein. Aber das Spiel kann doch nicht noch kürzer sein. Vielleicht wisst ihr ja sogar, welchen Let's Player oder welche Let's Player ich hier meine, falls ihr dieses Projekt noch bei jemand anderen guckt oder was. Aber die haben das Spiel jetzt schon durch. Da waren jetzt auch, weiß ich nicht, 60 Parts oder so. Ich bin so gerade bei 60 Parts, da kann doch nicht sein. Also entweder bin ich verdammt langsam oder die rushen da wie bekloppt durch, was ich irgendwie nicht glaube. Ja, hier stand mal das Haus von einem der Charaktere. Wisst ihr noch, wer es war? Wenn ihr es wisst, schreibt es in den Kommentaren. So. Irgendwo hier war ein Loch, da weiß ich noch. Yay, wir lernen so viele Sachen. Ja, hey, so viele Sachen. Da. Oh, das ist so versteckt hier. Zack. Und Silberhelm. Der ist für Gaius, glaube ich. Habe ich schon. Okay. So, was hast du alles Neues gelernt? Mein Gott. Jagt mich hier beinahe. Warte, zweite Seite vom Stuhl. So, erstmal alles ausrüsten. Der hat auch. Warte mal, nicht alles. Entschuldigung. Nächste. Dann ist da. Ich Schutz brauche ich nicht. Magie hatte normal Angriff verschießen Lichtkugeln. Okay. Warum nicht? Sie hat gar nichts irgendwie gelernt. Schallstoß. Was haben wir denn noch hier? Gletscher. Ich tue jetzt hier immer durch wechseln zwischen den ganzen Charakteren. Die Charaktere, die ich jetzt bekommen habe, die gehen ein bisschen vor. Oh, du hast nicht mehr viel was zum... Ach ja, habe ich ausgerüstet. B-Schule ist ein bisschen wenig. Nimmst du das hier? Rona Wolf und so. Wow. Warum singe ich das Hochzeitsthema? So, ich würde gerne vor Kemba da irgendwo mal rauskommen. So, ich habe so das Gefühl, vor Kemba schaffe ich es nicht mehr. Im Ganzen, wo muss ich hin? Was hat da ist noch meine ist aber auch schwer zu sehen hier. Hallöchen. Ja, wir sehen die Monster hier drin irgendwie vollkommen anders aus, aber ich glaube, das sind genau die gleichen. War übrigens sehr knapp gerade. Denn mal habe ich während der Aufnahme Session hier den ganzen Splitterdimensionen hier schaffe. Die Splitterdimension. Ich glaube, da ist noch nicht Kamala, ne? Verdammt. Ist ein Loch irgendwo? Nein, egal. Viele Sachen können ja hier nicht sein. Auch schon ein bisschen hier noch erkunden. Deine Fertigkeit erlernen, yay. Besser hätte ich, wenn ihr von mir weggeht. Ich möchte auch keine heiligen Tränke hier verschwinden. Weil ich geizig bin. Ananas, Gummi. Was könnte in Kamala passieren? Mal gucken. Irgendwas mit Gaius hat es auf jeden Fall zu tun. Muss ich ja. Obwohl zur jetzigen Zeit, die sind ja nicht, spielen ja nicht in der Vergangenheit oder so. Die
Splitterdimension. Ah, wer weiß. Ich weiß nur, was ich aufs Maul bekomme. Das ist das Wichtigste. Oh, noch ein bisschen da. Fertigkeit, ah, guck ich mir aufs Screen an. So, das ist kein Loch, das ist ein Beutel. Irgendwie hat sich jetzt der Himmel ein bisschen verändert, oder bilde ich mir jetzt wieder nur ein? So, ich speichere jetzt hier. Und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, was in Canberra los ist, was wir da machen sollen, wer da alles ist und überhaupt. Bis dahin sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.